und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Jo, wir heißen euch willkommen und wir haben einen neuen Tabak am Start, wie immer, in jedem Video fast, wenn wir keine Pfeife vorstellen, haben wir einen neuen Tabak. Und heute ist es der True Passion Mango Rose, also Ro-Dollarzeichen E. Ihr wisst, was ich meine. Mango-Rosen-Vanillentabak sein. Gewagt, ja, du sagst es schon. Rose kennt ihr vielleicht noch von ganz, ganz früher, als man 50 Gramm Packungen mit Doppelapfel, Pfirsich und Rose bekam und sonst gar nichts. Kein anderer Tabak auf dem deutschen Markt war. Ja, da gab es Rose und heute hat sich True Passion mal daran getraut. Wir werden sehen, also die Erwartungen sind dementsprechend niedrig, ja. Ja, wie üblich, True Passion 200 Gramm, 16,90 Euro. Und der Schnitt? Ja, würde ich sagen, ist auch True Passion typisch. Seht ihr hier, ein paar größere Klumpen mit bei. Also gut mit Molasse getränkt. Also ich habe jetzt gar nichts zum Rühren, aber ich glaube, da wird auch nicht zu viel Molasse drin sein. Also der Schnitt nicht da drin. Von daher, so ganz okay. Ein paar größere Äste mit drin. Ein paar größere Stückchen, finde ich. Die kann man auseinander popeln, aber popeln schneiden so ein bisschen. Kann sich die Mühe machen, auch noch die Äste raus, aber kann es auch lassen. Also es ist okay. Es ist jetzt nicht der schönste Schnitt, aber es ist in Ordnung. Kann man einen guten Kopf mitbauen. Kann man frei. So, goldene Nase. Die goldene Nase ist heute nicht dabei, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Ja, Max ist leider ausgenockt. Hat was im Kopf. Ich versuche ihn jetzt mal so ein bisschen zu ersetzen, auch wenn ich da nicht der allerbeste finde, aber mal gucken. Mango Rose, was wollen Sie damit sagen? Also die Mango, ich glaube, die riecht man ganz gut raus. Ja, komm. Ich habe nur nach dem Schlauch in seinem Schritt gegriffen, das war jetzt nicht. Mach ruhig weiter, ist schon okay. Unsere Abonnenten verstehen das. Ich denke auch. Die sind doch keine Kinder. Wie gesagt, also die Mango kommt auf jeden Fall sehr gut durch, da kann man nichts sagen. Vom Geruch her sehr angenehm erstmal, aber es kommt schon so ein leichter Vanillegeruch durch. Hm. Was mich schon wieder so ein bisschen Sorge haben lässt. Ich bin immer so ein bisschen empfindlich, was Vanille betrifft. Das ist halt, Vanille hat so diese Muff-Gefahr. Aber wir werden mal schauen, was wir nachher beim Geschmack sagen. Von der Rose, also eine Rose riecht anders, würde ich denken, als goldene Nase-Ersatz. Ja, es ist schwer zu riechen. Damals, Rose war einfach nur irgendwie süßlich. Irgendwie sowas, aber das Süßliche, das kommt hin. Also durch die Mango kommt was Fruchtiges, aber süß. Naja. Ja. Würde ich sagen, haben wir den Geruch auch schon komplett abgedeckt. Irgendwie eine komische Mischung. Ja, das ist, wie gesagt, es ist vorrangig, wenn man jetzt vom Geruch, dem Geruch nach urteilen würde, würde ich sagen, es ist vorrangig ein Mango-Tabak, der irgendwo ein bisschen, ich sage jetzt mal, dumpfer riecht als unser schöner Woman to Go zum Beispiel. Und genau so ist es auch im Geschmack. Ja. Also es ist wirklich vorrangig so eine Mango-Note, die ihr wirklich sehr präsent merkt und schmeckt. Und im Nachhinein so eine Vanillenote, die so ein bisschen mitschwingt. An sich gar keine schlechte Idee, wie ich finde. Also Mango und Vanille, klar, passt auch gut zusammen, wenn man sich jetzt so einen Eisbecher vorstellt oder sowas. Ja. Passt halt so in der Vorstellung ganz gut. Im Shisha-Tabak selber finde ich es vielleicht nicht ganz so gut umgesetzt. Es könnte funktionieren, aber hier funktioniert es definitiv nicht so gut, weil man so ein leichtes Kratzen im Hals hat. Gerade am Anfang, also der ist jetzt schon eine Weile drauf. Ja, gerade am Anfang haben wir uns echt schwer getan, da tiefe Züge zu nehmen, weil er wirklich am Ende so ein richtig ekelhaftes Kratzen im Hals hatte. Mittlerweile hat er sich wieder beruhigt, also das ist nicht die ganze Zeit so. Nach 10 Minuten kann man den locker rauchen, aber auch da ist halt die Mischung nicht ganz so prall. Ich finde, der ist halt dann nicht mehr intensiv. Also ihr habt am Anfang wirklich diese Phase, wo er sehr intensiv ist, sehr konzentriert schmeckt, aber halt leider nicht wirklich rauchbar. Und jetzt, wo es halt abgeklungen ist. Vielleicht nochmal den kleinen Vergleich zu Woman to Go. Also ganz am Anfang finde ich wirklich die Mango-Note meiner Meinung nach fast 1:1 getroffen, wie die Note vom Woman to Go. Ja.
aber dann fängt es halt an zu kratzen, nachdem das überwunden ist, ist so kaum, leichter, so, kaum so, es ist halt so ein bisschen, wie gesagt, also ich finde dumpf, muff würde ich jetzt nicht in dem Fall sagen, also leicht dumpf, so ein dumpfer Nachgeschmack. Ja, was man jetzt auf jeden Fall sagen sollte, wir haben den jetzt mit dem Lotus drauf. Man kann ja dazu mal sagen, macht den Kopf nicht ganz so voll. Der erste Kopf ist leider Gottes ein bisschen schwarz geworden, weil der doch sehr hitzeempfindlich ist, finde ich. Ja, True Passion untypisch. Ja. Wirklich hitzeempfindlich. Also da vielleicht dann doch eher mit so einer, mit einem Batscher rangehen oder mit einem Kamin oder sowas, der jetzt nicht ganz so extreme Hitze abstrahlt, oder wirklich mit einem Lotus, dass man erst eine Kohle gekippt lässt oder sowas, dass er nicht von vornherein ganz viel Hitze bekommt. Ja, so ist es nicht so ein Brett. Also ihr wisst es ja, True Passion, da stehen wir voll hinter. Wir haben super viele Sachen schon vorgestellt, haben auch eigentlich immer erstklassigen Tabak, aber der überzeugt mich nicht so richtig. Also ja, wie wir es eigentlich schon gesagt haben, die Rosennote habt ihr halt irgendwie nicht wirklich drin. Also ich weiß auch nicht, was darin verloren hat, aber es ist jetzt keine Komponente, die jetzt irgendwas noch rauskitzelt. Ja, und dann halt leider nicht so intensiv. Also ja, richtig. Also da zwar vielleicht wieder mit dem All-Time-Favorite, der nochmal einen Sweet Breeze mit drauf. Sweet Breeze macht alles besser, auch von True Passion. Auch von True Passion, genau. Aber da mal ein richtiges Brett geworden. Definitiv. Ja, ich würde sagen, wir labern nicht länger um heißen Brei rum. Wir kommen zum Fazit. Von uns gibt es diesmal für einen True Passion, denkwürdiger Moment, keine klare Kaufempfehlung. Nein, also wenn ihr mal eine kleinere Menge kommt, mal zum Probieren, okay, aber jetzt gleich die ganze Dose kaufen. Richtig, also wer wirklich sehr gerne Vanilletabak raucht, wer Mango sehr gerne mag, der kann sich den wirklich gerne holen. Also der Tabak ist auf keinen Fall unrauchbar, der ist safe rauchbar nach diesen 10 Minuten, was auch immer. Dann habt ihr wirklich eine milde, leckere, süße Vanillenote mit einer Mango, aber die Intensität ist halt auch nicht so doll. Holt euch dann lieber zwei Dosen. Holt euch einmal eine Woman to go, holt euch direkt einen Vanilletabak und mischt den Vanilletabak, genau. Dann seid ihr, glaube ich, besser dabei. Wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt, kann man bestimmt mal ein kleines Tütchen davon abfüllen, dass ihr das mal probieren könnt, wenn ihr das irgendwie was... Ja, also wenn ihr vielleicht einen kleinen Shot haben wollt, schreibt einfach mal Hashtag Rosenwasser in die Kommentare. Wir schicken euch da gerne was zu. Ein paar geben wir raus, müssen wir noch entscheiden, wie viel wir da rauskriegen. Ja, aber ansonsten sind wir, glaube ich, wieder durch. Ja. Diesmal leider mit einem etwas schlechteren True Passion Tabak. Nichtsdestotrotz machen wir weiter, wir lassen uns davon nicht entdecken. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in voller Zahl nächste Woche zu einem neuen Video. Bleibt gespannt, bleibt dran und checkt auch unsere Social Media Kanäle wie Instagram und Facebook und so weiter und so fort. Du musst die Hand da oben lassen. Ja, ich hätte schon. Ja, und ich hab dich verstanden. Okay. Macht's gut, guten Abend. Guten Abend. Haut da rein. Auf jeden Fall, ja, genau. Wichtig, wenn wir weiter an unsere Videos gucken wollen, müssen wir natürlich abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Wir sind kurz vor den 300 Leuten. Richtig. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Das wäre cool, wenn wir das noch schaffen. Weiterempfehlen, empfehlt es allen euren Leuten. Wir haben zwischendurch richtig, richtig geile Tabaksorten am Start. Ja, und bald stehen die Semesterferien wieder an. Das heißt, hochqualitativen Intros steht da nichts mehr im Weg. Vielleicht schaffen wir auch wieder zwei Uploads die Woche. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, vielleicht können wir das temporär irgendwie machen. Wir haben es auch schon lange nicht mehr gesagt, wenn ihr irgendwie mal wollt, dass wir einen Tabak vorstellen, den ihr irgendwie persönlich sehr gut findet, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Oder auf allen möglichen anderen Kanälen. Genau. Ich habe letztens erst von einem Abonnent auf Facebook eine Anfrage bekommen. Nach dem Tabak der Stonies soll das werden, ein Stonies Tabak, ich sage jetzt noch nicht welcher, der ist leider gerade ein bisschen schwierig zu haben, aber ich bin dran, ich hole dir den. Sehr gut, stellen wir noch vor. Ich denke, wir kriegen da alles hin. Gut, jetzt ist Ende, 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 vorbei. Schönen Sommer noch, gute Hitze, gute Sonne, viel Wasser, feiert euch, tschüss.